Gewalt ist im Zangengriff des Klimawandels und nicht allein des Klimawandels, sondern auch im Zangengriff unserer Ansprüche, im Zangengriff der Landschaft, die ungünstig für den Wald sich entwickelt hat. Was wir jetzt machen auf den Flächen, ist ja quasi, wenn wir mal eine Eiche nehmen, auf das Jahr 2200 hin planend. Das Konzept dort Hoffnungslosigkeit hat eigentlich noch keinem weitergeholfen im Leben, glaube ich. Wir reden relativ entspannt darüber, wie noch mehr Holz vielleicht verwendet werden kann oder das Holz ja auf jeden Fall genutzt werden soll, während wir gleichzeitig ja gar nicht mehr sicher sein können, dass die Wälder weiter wachsen. Das klingt ganz anders, wenn ich sage, wir haben eine Biodiversitätskrise, das klingt so nach einem Luxusproblem. Mhm. Ja? Aber wenn ich sage, wir haben eine Ökosystemkrise, und eigentlich haben wir eine Ökosystemkrise, dann ist das, dann geht es ans Fundament. Wir müssen erkennen, dass wir hier unglaublichen Mist bauen und der zieht uns den Boden unter den Füßen weg. Da fängt die Buche an, richtig ins Geld zu wachsen und dann hacken sie die Buchen raus. Das ist schizophren, also aus meiner Sicht schon fast kriminell, also auch gegenüber dem Waldbesitzer. Ist ja einfach, wenn man unterstellt, dass, sagen wir mal, die Benutzung von Plastikgegenständen, Stahlgegenständen, also allen nicht nachhaltigen Gegenständen, sagen wir mal, CO2-Emissionen verursacht, die man vermeiden könnte, ist das nicht nachhaltig? Dann kann die Botschaft nur sein, weniger Plastik, weniger Stahl, mehr nachwachsende Holzprodukte benutzen. Diese Buche mag 20, 30 Jahre alt sein. Da wird keine normale Buche mehr auswachsen. Jedes Jahr, sieht man hier oben, wird die wieder abgefressen. Das ist für jeden Förster normalerweise Gotteslästerung, wenn man sowas sagt. Aber man muss irgendwann mal anfangen, zur Kenntnis zu nehmen, dass unsere alten Rezepte alle nicht mehr funktionieren.